Warum lässt man mich nicht endlich in Ruhe? Was habe ich Ihnen getan? Nichts habe ich getan, was diese Behandlung rechtfertigen könnte. Sondern es ist im Gegenteil mir etwas angetan worden. Uns allen hat man etwas angetan, ohne dass wir uns hätten zur Wehr setzen können. Denn wer weiß schon, wogegen wir uns zur Wehr setzen sollen. Und selbst wüssten wir es, könnten wir es nicht, weil nämlich, dass wir gehorchen, notwendig ist, Herr Kommissar. Deshalb hat sich meine Wut gegens Gehorchen gerichtet. Zu spät, ich weiß. Aber die Wut war so groß, sie hat mich aufgerichtet, Herr Kommissar. Ganz recht, aus Wut ist's geschehen. Aber auch aus Empörung, weil ich mich nämlich empört habe über alles, was uns je erniedrigt hat. Auch über mich selbst, das muss ich sagen. Ich selbst habe mich ebenfalls erniedrigt, glauben Sie mir, da habe ich abgedrückt. Fragen Sie mich nicht, wie mir zumute gewesen ist. Es kam mir einfach so, plötzlich, für mich selbst überraschend. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Das hätte ich niemals planen können. Ich wäre unfähig gewesen, mir sowas auch nur vorzustellen. Wer glaubt schon von sich, wozu er imstande ist? Und ich weiß selbst, dass das kein Ausweg war, aber vielleicht ist es doch einer gewesen. Nein, ich habe niemals Verbindungen gehabt. Wo denken Sie hin? Bin sogar, ich erinnere mich, mit Dr. Schulze einer Meinung gewesen über die Todesstrafe, wissen Sie, damals, als das mit dem Ponto. Nun habe ich sie vollzogen, aber anders, als wir uns sowas vorgestellt haben, denn da war diese Wut, Herr Kommissar. Weil ich, als ich vom Flughafen stand, an meinen Sohn denken musste, nein, nicht an Klaus, den meine ich nicht, sondern den anderen, der hat nämlich auch am Flughafen gestanden, aber versteckt, saß in den Bäumen, hockte im Gras, in den Steinen. Ich konnte ihn nicht sehen, nur spüren, bedrängend spüren. Es waren seine Augen, die Augen meines Mulattensohns. Sie müssen nämlich wissen, dass ich einen bereits erwachsenen Sohn habe. Nein, seinen Namen weiß ich ebenso wenig wie den seiner Mutter. Ausländer, sicher, auf Jamaika geboren. Da war ich längst fort, vor ungefähr 24 Jahren. Da bin ich in eine Schwarze verliebt gewesen. Damals bin ich noch zur See gefahren. Ich habe diese Frau geliebt, Herr Kommissar. Das müssen Sie mir glauben, obwohl ich doch Ihren Namen vergessen habe. Das alles ist mir am Flughafen wieder so gegenwärtig gewesen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und ich habe gedacht, ich hätte damals dort bleiben sollen. Aber das war mir nicht mal in den Sinn gekommen. Ich war ja so jung und meine Mutter, ich meine, die hätte sich geniert mit einer Negerin als Schwiegertochter, mein Gott, und dann in diesem Alter, da denkt man doch, dass noch so vieles vor einem liegt. Die Tropensonne muss mich verrückt gemacht haben. Als wir mal in Brasilien waren, bin ich einfach so in den Busch gelaufen, nur mit einer Machete, kennen Sie doch. Müssen Sie sich einmal vorstellen, schauen Sie mich doch nur an, ist es denn glaubhaft, dass einer wie ich im Dschungel herumläuft, mit nacktem Oberkörper, Shorts, Sandalen an den Füßen? Nein, ich glaube es selber nicht, wahrscheinlich habe ich es mir eingebildet, aber meinen Sohn, den Mulatten, den bilde ich mir nicht ein. Den habe ich gezeugt auf Jamaika. Ich erfuhr das erst 4 Jahre später. Oder waren es 5? Obwohl es doch ein Liebeskind gewesen ist, mehr als meine 2 anderen. Nur deshalb konnte es so mächtig werden. Als ich wegfuhr, ahnte ich noch nichts von ihm. Ein Offizier hat mir später berichtet. Dabei hatte mich bloß aufziehen wollen. Himmel, ich sag Ihnen, sofort habe ich zurückgewollt, aber den Namen der Frau längst vergessen und ihre Adresse wusste ich nie. Was also sollte ich tun? Zumal ich mit Marianne verlobt war, die ein 2. Kind von mir unterm Herzen trug. Meine Tochter Christine, wie hätte ich da noch fortgehen können? Nun war ich auseinandergerissen, zerquält über Monate, bis es mir endlich wieder gelang, meinen Mulattensohn zu vergessen. Aber einmal, ein nächstes Jahr später, denken Sie nur, da blickte mich plötzlich durch Ihren Kopf, durch den Kopf meiner Frau, die Jamaikanesin, an. Ich schwöre, es waren Ihre Augen. Welch eine Rache, irgendein Inselzauber. Glauben Sie nur, ich bin fest davon überzeugt, dass sie mich verzaubert hat. Aber das wollte ich ja gar nicht erzählen, sondern dass eben, wie ich dann in die Stadt gegangen bin. Zu Hause war es viel zu gefährlich. Jeden Augenblick hätten sie kommen können, mich zu holen. Und ich wollte doch frei sein, endlich frei. Wie ich also durch die Stadt gegangen bin, ziellos, wirr, wusste ich überhaupt nicht mehr, was tun, nur noch fliehen wollte ich, egal wohin, alles war fremd. Die Straßen bedeckte ein Asphalt, der nicht von unserer Erde stammt. Ich wurde getriezt, man lachte hinter meinem Rücken, glauben Sie mir, Zungen wie Dolche. Es wurde getuschelt, gewispert, gehöhnt, ach, wie sie mich verspotteten, das merkte ich doch, genau merkte ich das, denn ich war wacher als jemals zuvor. Die Sinne geschärft, weil dem so war, fand ich keine Ruhe, zumal ich diese Augen überall vorlugen sah. Die Augen, Herr Kommissar, meines Sohnes, aber das verstehen Sie nicht, wie sollten Sie auch? Und wer das gewesen ist, der mir den Revolver gegeben hat, nein, ich würde den nicht wiedererkennen. Und selbst wenn, nein, ich würde ihn Ihnen nicht zeigen. Sie müssen das verstehen. Nein, auch den Namen der Kneipe verrate ich Ihnen nicht. Denken Sie nur, ich habe ihn vergessen. Wie könnte ich einen anzeigen, der mir den Weg gewiesen hat, ohne dass er, verstehen Sie mich recht, diesen Weg wollte? Lange genug habe ich vom Denunzieren gelebt und endlich spreche ich. Sehen Sie, ich muss sogar sprechen. Sie zwingen mich ja und hören mir zu. Ach, wenn Sie ahnten, welch ein Glück das für mich ist, dass einem mal zugehört wird, dass ich endlich erzählen kann, wie ich mich fühlte in all diesen Jahren.
Jahren. Das interessiert sonst ja keinen, die Leute haben ihre eigenen Sorgen. Doch stellen Sie sich vor, welch ein Raunen das wäre, würde endlich erzählt. Freilich will diesen Fluss niemand entfesseln. Wir kämen nicht mehr zurecht, wenn unsere Lügen sich in einem Strom von Wahrheit auflösen würden. Vielleicht aber kämen wir viel besser zurecht. Was meinen Sie, Herr Kommissar? Doch auch Sie schweigen lieber. Nur ich habe nicht mehr schweigen wollen und wusste doch nicht, wie man den Damm einreißen könne. Völlig kopflos bin ich gewesen, denn je deutlicher das Unheil mir wurde, desto weniger konnte ich noch tun dagegen. Da hat mir der den Revolver gegeben und gesagt, nehmen Sie das. Ich habe mit ihm den Preis ausgehandelt, ohne dass es mir bewusst geworden wäre. 325 Mark hat er mich gekostet, inklusive Munition. Ich habe ihm das Geld gegeben, ohne weiter zu fragen. Ich hatte ja genug, Sie wissen schon. Aber hören Sie, an sich hatte der mir etwas anderes verkaufen wollen, weil das nämlich einer war, der verkauft an Selbstmörder Stille und Träume. Chemie, Herr Kommissar, ist doch ein großer Erfolg, dass ich dem widerstanden habe. Finden Sie nicht? Nur was konnte das ändern? So grübelte und grübelte ich, was mit dem Ding nun anzufangen, und als ich gestern in der Stadt herumgelaufen bin, habe ich zu suchen begonnen. Ganz richtig, ich suchte wen, der es verdiente. Aber nur einer fiel mir ein, dem sowas zugestanden hätte, wäre nicht Johansson gewesen. Tatsächlich, ich hätte Dr. Schulze erschossen, obwohl ich mit Johansson nicht eine Silbe gewechselt habe, denn ich habe ihn telefonisch nicht erreicht. Ich wollte ihn besuchen, an seiner Tür machte ich kehrt. Dennoch, ich habe dauernd geredet mit ihm, so stand ich da. Redete mit Johansson und schaute mir die Leute an, nachmittags, ja, und manchmal kam tatsächlich jemand, auf den ich hätte abdrücken können, doch wurde mir jeweils klar, dass er ein ebensolch armer Teufel war wie ich, ein schwacher Teufel, Herr Kommissar, ein trauriger Teufel wie Sie. Sie glauben ja nicht, wie furchtbar mir zumute war. Es war eine solche Hitze, ein fürchterlicher August ist das. All die Körper, Ausdünstungen, Benzin, was für hässliche Menschen. Unlebendig, wächsern, starr, ganz wie diese Porzellanpuppen, die neuerdings wieder verhökert werden. Aber dann, fast war es Nacht, ist mir der Minister entgegengefahren in seinem dunklen Wagen. Er schimmerte wie Samt. Ich habe den Mann gleich erkannt und an Dr. Schulze denken müssen. Mein Freund, der Minister, vielleicht würden die gleich wieder mit so einem Mädchen. Ach Gott, ich wusste doch genau, dass auch das nur ein armer Teufel war. Ein schwacher Teufel, ja, aber ein mächtiger Teufel, Herr Kommissar. Und da ist mir eingefallen, dass seine Macht es sei, für die es verdiente. So habe ich abgedrückt, ganz gelassen, zweimal.